Moin, moin, Schizos und herzlich willkommen hier zu einer Spezialausgabe von Schizos Streamer. Und zwar möchte ich euch ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen. Hinter die Kulissen? Also im Prinzip hinter die Tür vom Wohnzimmer. Und darum geht es. Was ihr wollt, war der gestrige Livestream. Wir haben heute einen Tag danach. Aber ich möchte euch jetzt nochmal mit zurücknehmen. Und zwar ungefähr 2,5 Stunden vor dem Zeitpunkt, dass der Livestream gestartet ist. Und da war ich sehr im Stress. Ich mache mir selber immer diesen Stress. Ich könnte das Ganze besser organisieren, aber ich will nicht. Nun ist ein Tag danach, man sieht es vielleicht, ich habe ein paar Blessuren auf der Nase davon getragen. Was das auf sich hat, das kann man sich dann also in voller Länge ansehen, wenn man den Stream sich nochmal anschaut, wer es noch nicht gesehen hat. Und dann springen wir doch jetzt mal zurück. Heute ist also Sonntag, gestern war Samstag, Samstag der 11. Und der Livestream ging um 20 Uhr on air und ab ungefähr halb sechs habe ich angefangen mich zu filmen und da springen wir jetzt mal hin zurück. Viel Spaß! Es ist jetzt halb sechs genau. Halb sechs, in 2,5 Stunden soll ich live auf Sendung sein, hier auf YouTube. Und jetzt habe ich mir auch noch überlegt, Mensch, mache ich doch mal so ein kleines Behind the Scenes, Backstage quasi, könnte man so sagen. Damit ihr mal seht, in was für einen Wahnsinn ich hier mich selber bringe und stecke. Ich glaube, ich brauche den Stress. Es sind nur noch 2,5 Stunden bis zur Live-Sendung. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist die Live-Sendung gewesen und ihr wisst, wie sie war. Ich sag euch jetzt mal ganz schnell, was ich noch alles machen muss. Ja? Ich habe die Quizfragen zum Beispiel noch gar nicht in die Grafik geschrieben, die 10 Quizfragen, und ich muss sie auch noch raussuchen. Dann soll es Tierfakten geben, eigentlich auch 10 Stück meine ich. Dazu muss ich die Fakten noch raussuchen. Und Also ich zeige euch mal kurz, damit ihr mir das auch ansatzweise glaubt. Hier habe ich meine Uhr. Also um 8 ist Sendung. Und momentan sieht es hier also so aus. Ich habe generell hier alles ein bisschen umgestellt jetzt. Das sah ja bis jetzt noch anders aus bei den letzten Malen. Ja, jetzt ist hier also die Kommode, das ist dann der Real-Hintergrund. Und hier soll jetzt komplett noch oben eine Stange entlang gezogen werden für den Greenscreen. So, das war eins von den vielen Sachen, die erledigt werden müssen. Wir gucken zur Uhr und sehen, es ist 5:05. So, jetzt könnte man sagen, in 2 Stunden geht's los. Ich fange ja eh schon immer ab 7:50 an. Und ab dann müsste möglichst dann schon
alles fertig sein im Groben. So, das heißt, nächster Step. Was mache ich jetzt? Ja, was mache ich jetzt als nächstes? Das war das. Ja, einkaufen ist wichtig, weil das muss auf jeden Fall heute inhaltlich auf jeden Fall da sein, dass ich 50 verrückte Sachen machen kann. Wenn dann nachher irgendwas ausfällt, wie das Bilder-Dings oder Quiz oder Tierfakten, das ist nicht so wild, wenn ich davon irgendwas streichen muss. Aber die 50 Dinger muss ich parat haben, also hat das jetzt die höchste Priorität. Das heißt, ich muss mir jetzt gleich nochmal 17 Sachen ausdenken. Eventuell werde ich nochmal bei YouTube ein bisschen rumschauen, was andere vielleicht so gemacht haben, verrückte Sachen. Davon gibt es da zahlreiche YouTuber, die alles mögliche an verrückten Kram machen. Und dann muss ich mir die Einkaufsliste machen und los, ne, einkaufen. Also, bis gleich. So, ich war mal eben auf Klo und habe mir schon mal mein Handy geschnappt und nochmal eingegeben, ja, was man vielleicht für verrückte Aufgaben findet. Und zwei habe ich schon gefunden, die ich gerne mit einbauen möchte. Und zwar einfach das Bein versuchen hinter den Kopf zu bringen. Ich konnte das früher mal. Ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Ob ich es noch kann, werden wir sehen. Und dann bin ich noch selber auf die Idee gekommen, Freestyle rappen. Ja, das heißt, ich müsste mir einfach nur einen Beat raussuchen oder vielleicht noch schnell selber machen. Mal sehen. Und den lasse ich dann einspielen und dann frage ich euch im Livestream, zu welchem Thema. Ich kann das mal kurz hier zeigen mit meiner Krakelschrift. So sieht das aus. Ich habe mir das Blatt 2 geteilt und habe auf jeder Seite 50 Punkte und verteile dort jetzt immer überall die ganzen Sachen hin, die mir einfallen. Aber die Zeit drängt und ich glaube, ich muss die Sachen, die jetzt eigentlich für die zweite Hälfte geplant sind, direkt mit in die erste Hälfte einbringen, damit ich jetzt hier schon längst auf 50 Sachen komme und ich weiß, was ich jetzt noch alles besorgen muss. So, ich gucke mich immer gerne auch in den ganzen Räumen um und gehe so ein bisschen hin und her und schaue, was habe ich so, fällt mir irgendwas ein, was ich mit irgendwelchen speziellen Gegenständen machen kann. Ich sehe hier einen Schminkkoffer, den habe ich hier tatsächlich, den haben meine Eltern mir mal geschenkt, für meinen ganzen Drehkram, nicht weil ich privat so rumlaufe, aber ich habe hier schon was mit Schminken und so reingenommen. Insofern, was habe ich da noch? Ich habe hier drei unterschiedlich lange Wasserwagen. Man könnte natürlich jetzt sagen, so, ich muss versuchen, irgendwie eine Wasserwaage auf meinen Kopf zu balancieren. Und zwar so, dass sie auch noch in der Waage ist. Aber das kann ich ja schwer selber kontrollieren. Gucken, was man so machen könnte. Ganz viele Stifte. Murmeln. Murmeln habe ich auch noch ganz viele. Was kann man damit machen? Vielleicht murmeln. Nee, das ist auch ein bisschen gefährlich. Sich so viele Murmeln, wie es geht, in den Mund reinstecken. Aber es ist nicht gut für die Zähne auch und so. Das könnte man eher mit Marshmallows machen. Okay, also ich mache jetzt so weiter, ja, denke mir noch 10 weitere Sachen aus und dann schreibe ich die Einkaufsliste auf. Dann gehe ich einkaufen und nach dem Einkauf sehen wir uns wieder und dann schauen wir mal, wie spät das ist. Jetzt ist es 6:35. So, Freunde, ich komme jetzt gerade vom Einkaufen, bin schnell hierher geeilt. Es ist jetzt 6:40. Oh, es geht bald los, noch eine ganze Grafik muss erstellt werden. Also eigentlich soll heute ja auch noch die Bildergalerie kommen, wo ich ein paar Fotos von mir privat zeige und darüber spreche. Die müsste ja auch noch erstellt werden, mache ich nicht. Weil das ist nichts Aktives für euch, deswegen ist das nur mittelmäßig interessant. Ihr könntet mich zwar ein bisschen näher kennenlernen, aber dann verschieben wir das halt nochmal und ich schreibe mir endlich mal auf die Flagge, das Ganze ein bisschen besser zu organisieren. So, ich habe mir 5 Sachen noch eingekauft. Damit ist es jetzt aber ja nicht getan, denn alle anderen Sachen, die daraus bestehen, dass ich die Sachen hier zu Hause habe, muss ich jetzt aber am besten einmal hier alle zusammentragen, damit ich sie beisammen habe und nicht dann während der Sendung überall hinflitzen muss und die Sachen holen muss. So, dann bereite ich das jetzt nochmal schnell vor, dass ich alles beisammen habe. Und dann mache ich mich auf jeden Fall daran, das Quiz auf jeden Fall fertig zu kriegen. Und wichtig wäre eigentlich auch unnützes Wissen über Tiere, dass wenigstens diese 2 Punkte stehen. Und deswegen heißt es ranhalten, denn jetzt in einer halben Stunde startet ja im Prinzip schon der Countdown. Dann muss möglichst so gut wie alles fertig sein. Also, los geht's!
Ja, so sah das Ganze also aus. Und dann ging es endlich los. Ja, aber jeder, der den Stream gesehen hat, der weiß Bescheid. Für den anderen kann ich nur sagen, es kam dann alles ganz, ganz anders. Es wurde nicht gequizt, es gab keine Fehlerbilder, es gab nichts von alledem, was eigentlich geplant war, außer die verrückten Aufgaben, ja, die krassen Aufgaben. Allerdings da auch nicht 50, sondern nur 25, weil sich das extrem in die Länge zog. Nach wie vor könnt ihr gerne unter jedem Video in die Kommentare schreiben oder in den verschiedenen Chats. Auch hier unten in der Infobox zum Video findet ihr wieder alle möglichen Links, um mich überall zu finden, um zu chatten und so weiter und so fort. Werdet ein richtiger offizieller Schizo, abonniert mich hier auf diesem Kanal, gerne auch auf Twitch abonnieren. Zumindest folgen wir ja schon mal einen Anfang, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ja, dann würde ich jetzt hier an dieser Stelle verkünden und sagen, liebe Schizos, ich möchte das auf jeden Fall weitermachen mit diesen verrückten, krassen Aufgaben. Aber ich glaube, das passt nicht so richtig in diesem Format rein, das Ganze live zu machen. Ja, also in diesen Livestream. Weil sich das extrem in die Länge zieht und weil ich immer wieder ja die Sachen neu anrichten muss, herrichten muss, aufbauen muss, abbauen muss, Kameras verstellen muss und so weiter. Das alles live zu machen, quasi ungeschnitten, ist dann eben so langwierig. Deswegen mache ich das Ganze jetzt in Form eines Videos weiter. Auch wie wir abgemacht haben, 25 Sachen. Also es folgen noch 3 weitere Videos. Ich habe ja gesagt, dass ich ab Freitag auf Twitch zu sehen sein werde. Das muss ich einmal dementieren und zurückziehen, da es organisatorisch bei mir sich ein bisschen verändert hat und ich nicht am Freitag starten kann auf Twitch, sondern dann erst übernächste Woche Dienstag, ja. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auch hier unten in der Infobox, also da mal reinschauen, lohnt sich. So, habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte? Na klar, ihr wisst Bescheid, mit liken, abonnieren und für weitere spannende Sachen klickt ihr einfach mal oben auf das i und dort findet ihr noch viel, viel mehr. Aber eine Sache, die ist noch offen. Die muss ich noch erledigen. So, also ich habe ja noch etwas zu erledigen, was ich gestern in den Livestream versprochen habe und das will ich natürlich jetzt auch machen, ja? Also. Falk ist ein King! Sollte jetzt jeder verstanden haben. So, dann hoffe ich, sehen wir uns Dienstag zum nächsten Livestream. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.